Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einem neuen Tutorial zum Investorenstadt-Layout. Ich will euch mal meine aktuelle Methode zeigen, wie ich Städte plane. Und das Ganze geht verdammt schnell. Der einzige Nachteil ist, es ist nicht ganz so platzeffizient wie die konventionelle Planung von Investoreninseln. Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr so schnell eine Investoreninsel wahrscheinlich noch nie hochgezogen habt und alleine dafür lohnt sich diese Methode auf jeden Fall, wenn ihr also nicht komplett auf Effizienz geht, sondern einfach nur gerne große Inseln baut und viele Einwohner habt, dann ist das hier genau richtig für euch. Und damit das Ganze auch nicht durch irgendwelche Schnitte und sonstige Manipulationen ja verfälscht wird, werde ich euch das Ganze jetzt einfach live und in Echtzeit vorspielen. Das heißt, ihr könnt gerne eure Stoppuhr rausholen. Ich habe das Ganze auch vorher noch nicht geprobt. Das heißt, wir haben hier jetzt einfach einen Praxistest. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Der erste Schritt ist die Rathausplatzierung. Das ist unsere erste Maßnahme und wir wählen einfach mal hier einen Startpunkt aus, relativ mittig, und bauen hier ein Rathaus. Zu diesem Rathaus schließen wir dann an im Blaupausenmodus Häuser. Und die Richtung der Häuser, beziehungsweise die Richtung, in der ich das Ganze hier vorbaue, ist die, in welcher ich nachher dann auch meine stromführenden Straßen haben will. Das heißt, wenn die Insel jetzt eher längs ist in diese Richtung, dann baue ich das Ganze, also das Straßennetzwerk, auch parallel zum Insellayout. Und diese Insel hier erscheint mir doch ein bisschen breiter als lang. Das heißt, ich versuche jetzt hier von links nach rechts diese Straßen laufen zu lassen, statt von oben nach unten. Und dann baue ich hier einfach ganz simpel, gerade so in der Reichweite des Rathauses, meine Häuser hier rein, sodass sie gerade noch hier hineinpassen. Das Ganze machen wir jetzt hier bis oben voll, aber nicht ganz bis oben voll. Das heißt, wir machen jetzt hier nur zwei Reihen nach oben. Man könnte jetzt nach oben einzelne Häuser anbauen. Das machen wir jetzt in diesem Fall aber nicht. Und dann machen wir unten genau dasselbe. Und hier auch nochmal. Den verschieben wir noch eins rüber. Und dann packen wir das Ganze hier rüber. In Einwohner, hier, Besucher nehme ich jetzt keine an. Ja, die können später wieder ankommen. Wir haben hier auf jeden Fall ein wichtiges Experiment zu vollführen. Und deswegen werden die jetzt hier einfach weggeklickt. Es geht ja auch um Zeit. Ich will euch ja auch zeigen, dass das Ganze wirklich schnell geht. Und wir werden dann wahrscheinlich auch später nochmal auf einige Feinheiten eingehen. Und ich hoffe, das Ganze besprengt dann hier keinen Rahmen. So, jetzt ist das Ganze hier fertig. Und jetzt kommen wir schon zum eigentlichen Geheimnis. Und zwar ist das hier die Rathausanordnung. Ich kopiere jetzt einfach das ganze Layout hier mit dem Copy-Tool. Und man sieht hier jetzt einfach unfassbar sauber, fügt sich das Ganze hier ein. Und man kann hier einfach ganz schnell eine ganze Reihe an Häusern hier einfach reinsetzen. Und jetzt kommen wir zum ein bisschen schwierigeren Part. Und zwar müssen wir jetzt hier gucken, wie wir auf eine genaue Art und Weise hier auch das Rathaus darunter platzieren können. Da muss man jetzt einfach ein bisschen gucken, dass das so symmetrisch wie möglich passiert. Und wenn man jetzt das Ganze dann auch gleich noch aus der Rathausansicht sich anschaut, dann sieht man auch, worauf man da achten muss, jetzt platzieren, wobei ich hier erstmal noch den ganzen Lauf hier, und zwar die ganze Insel voll. Muss hier also einfach ein bisschen hin und her schieben, das Kopierte, bis man hier einfach ein passendes Plätzchen gefunden hat. Und dann sieht man, wenn man sich das Ganze mit der Rathausansicht anschaut, dass man hier halt eine ganz kleine Lücke hat. Also im Vergleich zum klassischen Rathausmuster ist das Ganze hier nicht komplett symmetrisch, sondern es hat noch kleine Lücken zwischendrin. Aber der Vorteil ist eben, dass das Ganze hier sauber verläuft, dass man super, super schnell hier dieses Layout kopieren kann. Und dann machen wir genau damit auch hier weiter und machen das Ganze auch hier oben. Und da funktioniert es nach selbem Schema. Und wenn man einmal das Rathaus richtig platziert hat, kann man hier das Ganze einfach komplett durchkopieren, weil es sich eben hier nahtlos einfügt. Und das ist eigentlich dann auch der einzige Nachteil oder der große Nachteil, dass man eben nicht so ganz sauber hier den Platz ausnutzen kann. Aber dafür ist es halt unfassbar schnell. Also man sieht hier,
Wir sind jetzt hier bei kaum 5 Minuten und die ganze Insel ist eigentlich schon voll mit Investorenhäusern. Und man hat hier eigentlich schon alles so weit abgedeckt. Jetzt haben wir hier natürlich viele Leerflächen, die kann man jetzt zum Beispiel für Industrie oder auch für Felder, für Trauben oder hier in diesem Fall zum Beispiel Paprika oder auch für Holz oder Industrie jeglicher Art verwenden. Der Platz, der bleibt also nicht ungenutzt. Man kann hier zum Beispiel eigentlich auch fast die komplette Versorgung für diese Insel mit auf die Insel packen. Und hier hätten wir auch noch ein Rathaus hinpacken können, aber ich will hier jetzt noch weiterhin Besucher farmen, während die Insel in der Planphase bleibt. Jetzt haben wir aber soweit die Rathäuser, da fehlt aber doch noch was, oder? Und zwar machen wir hier natürlich dann auch noch Polizeien. Und das Schöne ist an diesem Layout, dass es hier so schöne Lücken zwischendrin hat. Das heißt, man kann jetzt hier schön in diese Lücken die Polizeistationen platzieren. Diese sind dann auch die Gebäude, die am Ende vor allem noch übrig bleiben und die man natürlich dann auch bei Investoren noch braucht. Dann haben wir hier aber natürlich auch noch Feuerwehren, die können wir jetzt auch noch hier in den Außenbereichen einpflegen. Und dann sehen wir hier trotzdem ganz schön, wie sich das Ganze hier auch einfügt. Und dann machen wir hier noch eine Feuerwehr, da noch eine Feuerwehr, hier noch eine, da noch eine, hier noch eine und dann auch noch hier unten. Und dann haben wir natürlich noch unsere Kliniken und die passen hier auch wunderschön in dieses Layout hier mitten hinein. Da müssen wir aber jetzt gleich mal schauen, wir brauchen nämlich noch ein Gebäude, das da mitten reinpasst, damit das Ganze hier läuft. Der findige Anno-Spieler, dem wird schon aufgefallen sein, irgendwie fehlt da doch noch etwas für die Investoren. War da nicht etwas ganz, ganz Wichtiges? Ja, es ist der Strom. Und beim Strom ist es folgendermaßen, und zwar gehe ich hier bei diesen Investoreninseln gerne mit Gaskraftwerken zu Rate. Und im letztendlichen Inselleben werden wir hier das Ministerium für Wohlfahrt auswählen. Und das führt dazu, dass öffentliche Gebäude eine erhöhte Reichweite haben. Und zu öffentlichen Gebäuden zählen eben auch Kraftwerke. Und dann sieht man hier eben auch, dass man hier mit einem Gaskraftwerk quasi die komplette Insel abdecken kann. Wohlgemerkt, wenn man das Maximum an Attraktivität für den Palast rausgeholt hat. Das ist also wichtig, damit sowas funktioniert, aber man sieht dann eben auch, dieses eine Gaskraftwerk reicht für die komplette Insel aus. Natürlich muss man dann hier in den Ecken noch ein bisschen nachbessern, wo die Straßen noch nicht so sauber gesetzt wurden. Das ist aber dann eben auch der Vorteil. Dann hat man nämlich die Zeit, die man normalerweise für das mühselige Planen hier aufwendet, einfach im Nachhinein, wenn man hier eben ausbessert. Wir sind jetzt hier noch nicht mal bei 10 Minuten und die Insel steht quasi schon. Jetzt kann man natürlich, wenn man das Ganze noch nach und nach upgraden will, hier zum Beispiel so Sachen wie Marktplätze hinbauen. Auch Marktplätze übrigens profitieren von diesem Bonus für die Reichweite für öffentliche Gebäude. Man kann hier also im Endeffekt jedes öffentliche Gebäude hier unten einfach in die Nähe von dem Regionalministerium stellen und kann dann hier ganz einfach und entspannt die komplette Insel abdecken mit jeglichem öffentlichen Gebäude. Vollkommen egal, ob man auf Vollversorgung spielt oder auf Teilversorgung. Das macht absolut keinen Unterschied. Das kann man hier alles reinjagen. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Ganze nicht zutrifft, auf Polizei und Hospital sind eben diese Lücken hier in der Mitte Gold wert, weil man da einfach dann diese Anti-Katastrophen-Gebäude reinhauen kann. Jetzt haben wir hier noch zum Beispiel die Bank. Auch die Bank hat hier eine wahnsinnige Reichweite. Dank unserem Regionalministerium und auch ein Clubhaus können wir hier noch reinsetzen. Auch das deckt hier mit einer einzigen Einheit fast alles ab. Man kann hier dann noch für die volle Abdeckung hier oben auch noch weitere Exemplare davon setzen. Aber im Endeffekt war es das. Das ist die komplette Insel. Super schnell hochgezogen. Wir sind hier keine 10 Minuten am Werk. Jetzt kann man hier natürlich noch mit Handelskammern außen und rum den verbliebenen Platz nutzen. Und kann jetzt hier zum Beispiel Glühbirnen-Layouts oder Kohlefäden-Layouts oder ähnliches reinsetzen, um dann auch diese Insel hier fast schon quasi zu versorgen. Also ich denke mal mit Glühbirnen, Brillen und Dampfwegen kann man hier komplett das Ganze hier nutzen am Platz. Und dann hat man eigentlich die ganze Insel fertig, hat sie fast komplett eigenversorgt, innerhalb von 10 Minuten vorgeplant. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache und zwar zum Palast. Da habe ich auch viele Fragen im Stream, viele Fragen auch in den YouTube-Kommentaren. Wie machst du das im Palast? Wie kommst du hier auf die 34.000 Attraktivität? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ich habe jetzt die Brachialkeule genommen, ich habe einfach meine Weltausstellung genommen, lasse die durchlaufen, beziehungsweise habe die durchlaufen lassen, und zwar auf der archäologischen Weltausstellung, wo man also die ganze Zeit Museumsausstellungsstücke bekommt, und habe das Ganze einfach so weit gefahren, bis ich hier riesige Mengen an Museumslayouts voll hatte. Man kann nämlich auch mehrere Museen pro Insel bauen, ist also kein Problem, hier einfach das Ganze dann voll zu stopfen. Aber es gibt natürlich auch noch leichtere Methoden. Man kann jetzt zum Beispiel hier auch hergehen im Palast, und dann geht man hier auf das Ministerium für Kultur. Und dann kann man hier zum Beispiel auch sehen, dass es eine Richtlinie gibt namens Kulturerbe. Und damit kann man Module für das Museum umsonst bauen und kann dann ganz am Anfang unendlich viele Museumsmodule bauen, da diese ja keinen Einfluss kosten. Und kann dann dort blaue Items reinhauen, die man von Madame Kahina bekommen hat. Und damit kann man dann relativ einfach, relativ früh im Spiel auch schon extrem hohe Attraktivitätswerte erreichen, ohne einen großen, ohne eine große Voraussetzung an Einfluss. Das heißt, das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Geld am Anfang. Und das kriegst du am allereinfachsten, indem du eine Bank und Investoren hast. Und damit kriegst du richtig, richtig viel Geld am Anfang. Wenn du das erstmal am Laufen hast, dann ist, dann ist eigentlich der Rest schon fast geschenkt. Kannst noch ein Clubhaus mit dazu nehmen. Man sieht dann nämlich hier einfach plus 200 Münzen für jedes Investorenhaus hier in Bankreichweite. Dann nochmal 50 Münzen für das Clubhaus dazu. Wenn man dann hier noch einen Mr. Garrick hineinsetzt, da haben wir ihn, dann kann man hier auch für alle Investorenhäuser, die in der Reichweite von einem Bankhaus sind, Taschenuhren und Schmuck abdecken. Mit Taschenuhren und Schmuck kommst du dann auf nochmal 234 Münzen pro Investorenhaus und nochmal 168 für die Taschenuhren. Und damit kannst du dir dann deine Taschen richtig voll machen. Und das sollte dann auch reichen, um bei Madame Kahina die blauen Items hier für Museum und vielleicht auch Zoo, wenn man will, einzukaufen. Und dann kommt man eben ganz, ganz leicht auf sehr hohe Attraktivitätswerte. Und die ganz, ganz findigen Leute unter euch können natürlich dann auch noch Partituren verwenden, mit denen man dann für volle Sets im Museum oder Zoo auch noch einen Attraktivitätsbonus bekommt. Das heißt, das ist dann sozusagen nochmal die Nonplusultra-Methode. Dann braucht ihr nämlich auch nicht ganz so viel Platz für diese Module. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass 34.000 Attraktivität absolutes Endgame ist. Also das ist jetzt nichts, was von einem Anfangsspielstand erwartet wird, dass man da sofort den ganzen Palast ausnutzen kann. Das ist natürlich schon absolutes Endgame Nonplusultra. Aber die Wege, um das Ganze zu erreichen, sind dann doch nicht ganz so schwer. Also wie gesagt, ganz wichtig hier, Richtlinie, einfach Kulturerbe rein, dann hat man plus 10 Einfluss pro Museumsmodul, damit kostenlose Museumsmodule, und dann geht man einfach hierher. Wo haben wir sie? Moment, ich habe zu viele Spielstände, ich vergesse immer, wo die Händler gerade sind, hier. Und zwar bei der Kahina, dann geht man hier rein und dann kann man hier ein bisschen rollen, und dann bekommt man hier definitiv, jetzt dauert es gerade ein bisschen länger, aber hier bekommt man zum Beispiel einfach Museumsteile. Die kosten auch nicht ganz so viel, also das ist am Anfang auf jeden Fall zu stemmen. Sobald man Investoren hat, dann kann man hier für den Schnapper von 80.000 schon mal hier sich so ein Museumsteil holen. Davon lädt man sich ein paar Schiffe voll, packt das Ganze aufs Kap zum Palast und hat damit genug Attraktivität, um auch so ein Regionalministerium hier so weit zu verstärken, als dass man dann auch mit einem einzigen Kraftwerk eine ganze Insel versorgen kann. Das war's, das ist meine Art, Inseln zu planen. Also innerhalb von ungefähr 10 Minuten kann ich hier eigentlich schon die ganze Bevölkerungsinfrastruktur hochziehen. Das Aufbauen dauert natürlich länger, weil man extrem viel Holz braucht etc. pp. Aber zumindest hoffe ich, dass es dem einen oder anderen die Planstufe bzw. die Planungsphase der Insel erleichtert. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Palast, schaut gerne euch auch das Palast-Video an. Wenn ihr gerne mehr wissen wollt zum generellen Aufbau von Investoreninseln, empfehle ich euch die entsprechenden Folgen im Let's Play. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß bei Anno und natürlich auch ganz viel Spaß beim Inselplanen mit dieser Methode. Das war's von mir, und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.